Hallo zusammen, hier ist der Zolti. Ich bin heute der Bächle Motorcycles BMW Vertragshändler in Dietikon. Dietikon, das ist bei Zürich. Alles, was BMW Herz höher schlägt, findet ihr hier auf der wunderschönen Verkaufsfläche. Alle Modelle ausgestellt. Es hat auch eine große Auswahl an Bekleidung, Helm, Stiefel, Zubehör. Oliver Fröhlich, Geschäftsführer, und Andrea Hürlimann stehen euch hier mit einer kompetenten Beratung gerne zur Verfügung. Falls ihr eine Probefahrt machen wollt auf eurem Traumbike, dann meldet euch hier bei diesen zwei. Jo, ich freue mich unglaublich. Heute darf ich die BMW S1000 R fahren, Modell 21. Ich freue mich riesig, bin hier schon am Display verstellen. Alle, die mich auf meinem Kanal verfolgen, wissen, ich bin ein riesen Fan von diesen BMW Displays. Mal schauen, ob ich dann auch ein Fan wird von diesem Fahrzeug. Ja, machen wir zuerst einmal einen Walkaround um die Maschine herum. Das Ganze natürlich mit LED-Licht ausstaffiert, LED-Tagfahrlicht, sieht auf super geil aus, finde ich. Ja, über Design, wie gesagt, kann man natürlich streiten. Ich muss ehrlich sagen, mir gefällt sie. Sie ist bullig, sie ist kompakt. Sitzhöhe 830 mm, Gewicht fahrfertig 199 kg. Mit dem M-Paket kann man das noch auf 194 kg runterkriegen mit den Carbonrädern. Tankvolumen 16,5 Liter bei einem Verbrauch von 6,2 Liter. Das sind mal so ein paar Daten zur Maschine. Also wie gesagt, mir gefällt sie. Es gibt sie dann noch in verschiedenen Farben. Hier fahre ich das Swiss Rot-Blau Modell. Ich finde es klasse. Sitzposition schön aufrecht. Knieposition ist recht sportlich. Also die ist ein bisschen sportlicher als jetzt bei mir auf der Ducati. Schön breiter Lenker, ja, super schöner Motor, der Vierzylinder, der knuddelt hier schön unter dem Fudi, spricht schön an am Gas. Nein, super, also ich sitze bequem, ein bisschen nach vorne beugt, das macht auch gar nichts. Ja, die ist schön agil, jawohl, die ist ja, ganz leicht in die Kurve zu legen, perfekt. Alle, die meinen Kanal verfolgen, wissen, ich bin kein Motorradverkäufer, ich bin vor allem Motorradfahrer. Ich will euch hier so meine Eindrücke vermitteln. Ich möchte euch aber gleich ein paar technische Daten mit auf den Weg geben. Motor ist ein öl-wassergekühlter Vierzylinder, Viertakt-Reihenmotor. Hubraum ist 999 Kubik bei einer Leistung von 165 PS. 114 Newtonmeter bei 9250 Umdrehungen. Schon bei einer kurzen Fahrt an, also der Motor spricht super gut an. Wenn du Gas gibst, da kommt etwas, dreht schön auf. Auch vom Ton her wird dann so ein bisschen nicht so passig wie das andere sind, aber ich finde es hervorragend. Die liegt super in der Kurve, also wirklich, die ist ganz agil, also du bist einen kleinen Impuls am Lenker und ist total präzise, also dort wo sie ane avisierst die Kurve, dort bleibt sie, kannst auch immer mehr Gas geben, die klebt richtig auf der Strasse, nein, das ist hervorragend, das ist ein super Fahrwerk verbaut, gar keine Frage. So, ich halte Klappe, sorry. Auch der Quickshifter auf und ab funktioniert hervorragend, also wirklich null Verschalter drin. Beim Abschalten brauchst du ein bisschen mehr Kraft, aber das macht gar nichts, da gewöhnst du dich dran. Super präzise,
Bravo BMW top gemacht. Ja, auch das Fahrwerk ist also wirklich super präzise, muss ich sagen. Vorne haben wir ein Upside-Down-Teleskopgabel mit einer veränderten Vorspannung und einstellbare Zug-Druckstufe. Hinten haben wir Full-Floater Pro Zentralfederbein, einstellbare Zug-Druckstufendämpfung und eine einstellbare veränderte Vorspannung. Im Display habe ich gesehen, dass man angeben kann, wie viele Personen auf dem Dörf sind und entsprechend ist dann die Federung ein bisschen härter oder entsprechend sie weicher. Auch die Bremsen funktionieren hervorragend. Das ist eine Vierkolben-Zangenbremse. Nicht eine Brembo, ist glaube ich eine von BMW selber. Nein, die funktioniert super. Die ist sehr direkt vor der Bremse. Also wenn man sie zieht, dann passiert auch etwas. Also man fühlt sich absolut sicher hier mit dieser Bremsanlage, mit der S-1000R. So, was ist denn hier in der Grundausstattung mit dabei? Also man hat es schon erwähnt, Voll-LED-Licht, dann eben die 3 Fahrmodi, dann gibt es eine 6-Achsen-Sensorenbox, also das IMU mit Traktionskontrolle, Kurven-ABS, ABS natürlich drin. Und dann gibt es noch die Modi Pro und DTC. Genau, man kann den Lenker noch verstellen. Und das hervorragende TFT-Display, das ich auch schon erwähnt habe, das Handy connecten und. Ja, das Ganze kostet ab 14.900 Franken. Und dann braucht ihr unbedingt Beratung, weil es gibt so viele Sonderausstattungen, die man hier nachher noch entsprechend dazu kaufen kann. Aber wie gesagt, da bin ich nicht die richtige Ansprechperson. Ich könnte euch jetzt die alle abbetten. Nein, geht da wirklich zu Bächli Motorcycles, zu diesen zwei Olivo oder zu der Andrea. Die werden euch da aufschlauen und euch genau das richtige Paket dazu verkaufen. Ja, das war die Probefahrt. Mein Fazit. Also ich habe mich extrem gefreut auf BMW. Ich bin BMW-Fan seit frühester Kindheit. Ich glaube, mein erstes Spielzeugdörfli war BMW Boxster. Das hat mich geprägt und es hat es bestätigt. Es ist wirklich hervorragend zu fahren. Eine Top-Maschine. Souveräner, kräftiger Motor, gute Bremsen, man sitzt extrem gut drauf. Serienausstattung und das Zubehörprogramm, das ist extrem kompliziert, aber ist wie es ist. Gönnt euch doch beraten, damit ihr es entsprechend richtig bekommt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Bitte abonniert meinen Kanal. Ich wünsche euch eine gute Woche. Tschüss!